Guten Tag aus Dresden. Bei der themenspezifischen Lexula-Fortbildung kommt einer unserer Referenten zu Ihnen oder an einen gewünschten Standort und wird mit den Anwendern der Experimentiersysteme diese durchgehen, die einzelnen Module erklären und die Experimente vorführen. Doch was, wenn die Anwender nicht live vor Ort sein können? Für dieses Problem haben wir nun eine Lösung gefunden. Unsere Lexula-Online-Fortbildung. Der Referent Ronald Hübner ist heute mit mir hier und wird Ihnen zwei Experimente vorführen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ein herzliches Willkommen auch von mir zum heutigen Video. Ich möchte Ihnen nun vorstellen, wie so ein Lexula-Webseminar eigentlich ablaufen kann. Dazu haben wir hier mal exemplarisch das Lexula PV Professional Experimentiersystem mit an die Elbe genommen und wir sehen hier auch schon die verschiedenen Komponenten, welche ich Ihnen im Webseminar natürlich im Detail vorstellen möchte. Während des Webseminars werde ich Ihnen anhand von ausgewählten Experimenten alle Details des jeweiligen Experimentiersystems vorführen und natürlich auch einige theoretische Fragen mit Ihnen durchgehen und klären, die Sie im Unterricht verwenden können. Das Herzstück eines jeden Lexula-Experimentiersystems ist die Grundeinheit. Auf diese können alle Module einfach aufgesteckt werden. Und jetzt wollen wir uns mal ein grundlegendes Photovoltaik-Experiment anschauen. Ich werde jetzt diese Solarzellen, die wir hier sehen, auf die Lexula-Grundeinheit aufstecken. Und so wie ich das hier tue, werden diese Solarzellen in Reihe geschaltet. Das bedeutet, dass sich die einzelnen Spannungen natürlich addieren und ich somit in der Lage bin, dieses Motormodul zu betreiben. Dafür muss ich jetzt noch den Stromkreis schließen, dafür gibt es hier diese Kurzschlussstecker, so kann man einfach reinstecken und wenn ich jetzt noch den Stromkreis schließe mit dem Kabel, sehen wir, okay, das Motormodul läuft. Ja, und bitte, da läuft das Motormodul. Eine Besonderheit von dem in Reihe schalten ist natürlich jetzt, wenn ich eine Solarzelle abdecke, ist der Stromkreis sofort unterbrochen und wir sehen, okay, das Motormodul läuft nicht mehr. Im zweiten Experiment soll es jetzt darum gehen, auf diese Grundeinheit ein sogenanntes Off-Grid-System zu bauen, das ist also ein System, ein Solarsystem, was nicht ans Netz angeschlossen ist. Dafür brauche ich hier erstmal unsere große Solarzelle, die kann bis zu 5,4 Volt liefern, da gibt es noch einen Standfuß dazu, stellen wir hier mal schön in die Sonne heute und verbinden das Ganze mit der Grundeinheit. Um erstmal zu testen, ob das ganze System hier auch funktioniert, suche ich jetzt den Verbraucher, in dem Fall wieder das Motormodul, setze das hier mal auf und wir sehen sofort, okay, das Motormodul läuft. Das bedeutet also, die Sonne scheint auf die Solarzelle und wir produzieren elektrischen Strom. Was ist jetzt aber, wenn die Sonne mal nicht scheint? Das heißt, wenn sich zum Beispiel eine Wolke vor die Sonne schiebt, da sehen wir sofort, okay, die Leistung der Solarzelle geht nach unten und der Motor dementsprechend hört auf zu laufen. Wie können wir das Ganze jetzt verhindern? Denn wir wollen ja auch, wenn wir nicht am Netzstrom angeschlossen sind, trotzdem durchgängig Strom produzieren. Dafür müssen wir also den Strom, den wir produzieren, auch speichern können. Dafür nehmen wir hier den Kondensator und schalten den jetzt mal vor den eigentlichen Verbraucher, vor unser Motormodul. Brauchen wir noch einen Kurzschlussstecker, schließen den Stromkreis und sehen, okay, der Strom fließt jetzt von der Solarzelle in den Kondensator in das Motormodul. Das heißt, der Kondensator wird aufgeladen und kann also, wenn man jetzt die Solarzelle wieder abdeckt, das Motormodul weiter betreiben. Machen wir das doch mal. So, decken wir mal die Solarzelle ab und sehen, okay, das Motormodul läuft noch weiter, wird also jetzt vom Kondensator betrieben. Ich habe also auch für den Fall, dass sich mal eine Wolke vor die Sonne schiebt, trotzdem noch Strom. Kann ich also trotzdem weiter ohne Netzstrom arbeiten. Jetzt ist es aber so, diese ganzen Komponenten müssen auch noch geschützt werden. Das heißt, wenn ich immer wieder Strom in den Kondensator einspeise und wieder herausziehe, geht es über die Zeit auf die Technik. Dafür muss man jetzt eine sogenannte Laderegelung und eine Entladeregelung
bereitstellen. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass sich der Kondensator nicht überladen kann und dass er nicht zu tief entladen werden kann. Dafür haben wir auch zwei Bauteile, nehmen wir hier einmal den Laderegler, das ist ein sogenannter Shuntregulator, und dann haben wir hier noch einen tiefen Entladeschutz, das sind also Widerstandselemente, die dafür sorgen, dass der Kondensator nicht überladen und nicht zu tief entladen werden kann. Ich zeige das hier nochmal. Wir haben also die große Solarzelle, einen Ladeschutz, ein Speichermodul, ein Entladeschutz und am Ende natürlich unseren Verbraucher. Und so haben wir jetzt ein komplettes System, was unabhängig vom Netzstrom funktioniert. Und auch wenn sich mal eine Wolke dazwischen schiebt, funktioniert das Ganze trotzdem noch. Dankeschön.